Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's wieder, euer Black. Wir sind ja nach wie vor im Versteck des Malone-Clans. Wir waren ein paar Verlieskäpinge zerlegen. Und ich denke, das werden wir jetzt einfach mal machen. Wir sind scheinbar immer noch in der Akademie der Neumondkämpfer. Das heißt, scheint nicht mehr viel los zu sein. Sonst hätte man es schon nächstes Mal rausgeschmissen, weil wir waren über eine Woche nicht da. Also ich zumindest. Und, naja. Wir werden nachher wahrscheinlich selber mal austreten und mal gucken, welche andere Akademie sonst noch so rumliegt, dasteht und so weiter. Probieren wir dann einfach mal aus. Mal schauen. Bam. Wir wollen ja eh mehrere Akademien mal durchtesten, mehrere Gilden. Wenn wir dann Level 60 sind, werden wir natürlich eine eigene Gilde begeben. Nehmen eine Ein-Mann- oder vielleicht eine Art Familiengilde. Sprich, meine eigenen Chars werden höchstens noch mit drin sein. Aber ich denke, das wird ja keinen stören. So, Keybinger haben wir ja schon 5 von 8. Dann brauchen wir noch... Das ist ein Prismenpulver, kenne ich nicht. Brauchen wir von da unten... Naja, da gehen wir wahrscheinlich ein bisschen später ran. Erstmal die Keybinger, dann die Grabräuber. Oh, warte, wir wurden gerade angeflüstert. So, ich wurde gefragt, ob wir welche Quest wir machen und eben hab halt geantwortet, noch die erste. Joa. Wir sind halt noch ziemlich weit zurück. Welche Kiwi-Viecher waren das? Keybinge plus Grabis. Wenn wir hier unten eine Gruppe kriegen, habe ich nicht mal was dagegen, weil die Viecher sollten normalerweise etwas stärker sein. Und wenn er denn Hilfe braucht, naja gut, solange er sich benimmt. Wie gesagt, ganz ohne Gruppe können wir nicht spielen. Wir wollen ja auch halbwegs sozial spielen, das heißt, wir wollen ja nicht alleine alles totalen, was eigentlich für Gruppen gedacht war. Vor allem, wenn es andere noch brauchen. Plopp, fall um. Oh, Malefar ist gerade in den Schatten der Dunkelheit gefallen. Glückwunsch. Für alle, die sich fragen, wer Malefar ist. Ja, ein großes Pferd. Er kommt hier um. So, nice Plakette. Haben wir gesammelt. Ey, und es geht wirklich voran. Wie gesagt, normalerweise, wisst ihr ja, bin ich einer, der gerne mehrere Mobs auf einmal holt, aber hier im Verlies lasse ich das lieber. Auch wenn das hier noch relativ einfach geht. Was aber auch unter anderem an der Rolle liegt. Übrigens habe ich es immer noch nicht geschafft, mir Rollen zu machen. Ich wollte mir ja mit den anderen Accounts offline mal ein paar Rollen herstellen. Beziehungsweise mit den anderen Accounts, mit den anderen Chars offline ein paar Rollen herstellen. Und ja, die mir ins Lager legen, damit ich die dann rausholen kann. Leider kam ich noch immer nicht dazu. So ein Mist. Naja, lässt sich nicht ändern. Müssen wir das nächste Mal machen. Vielleicht mache ich es nachher noch so nach der Aufnahme, wenn ich dazu komme. Momentan ist es halt auch so, dass ich arbeitstechnisch ziemlich gestresst bin. Und Arbeit geht nun mal vor diesem Hobby hier. Aber immerhin, wie gesagt, gibt es jetzt 2 Folgen täglich. Das scheint selbst jetzt zu klappen. Insofern sollte es auch klappen, wenn ich mal weniger zu tun habe. Pling, pling, schwache Ohrringe, die wir nicht aufsammeln können wegen einem vollen Inventar, wie immer. So, gibt es irgendwas, was wir weghauen können? Da. Ich will mal gucken, was das für Ohrringe sind. Schließlich haben wir noch gar keine an. Guess 1 ist ein Kunst 1. Nehmen wir. Hier, die hier gehen erst ab Level 30. So. Okay. Hat jemand mitgezählt, wie viele brauchen wir noch für die Grabis? Wir buddeln mal hier drin. Da dürfte zwar nichts drin sein, was wir brauchen, Kupfererz minderwertig, beziehungsweise es kann durchaus sein, dass wir das für eine Quest brauchen, aber... Naja. Oh, minderwertig können wir sogar einsammeln. So, zack. Ach ja, klar, weil wir die Ohrringe angelegt haben. Na gut, umso besser. Die 2 Grabis noch. Scheinbar brauchen wir es nicht für eine Quest, die ich habe zumindest nichts lesen können. Umso besser können wir es dann wieder verkaufen. So, nochmal Hep. Bam. Und der nächste.
Und fertig. Jetzt könnten wir uns eigentlich auf den Rückweg machen. Alles fertig, bis auf dieses Prismenpulver, welches ich keine Ahnung von wem bekomme. Aber das wird erst später. Erstmal zurück. Gleich auf dem direkten Weg. Und zwar müssen wir, glaube ich, nach Elde. Elde. Da haben wir einen Haufen Rollen. Rollen sind eigentlich... Weil diese Gegend kann nur nicht durch einen Teleport betreten werden. Ich will doch auch raus, nicht rein. Achtung, Kumpel. Vorsicht. Apple, geh mal da weg. Hallo. Steh doch nicht im Weg rum, wenn da Kiebinge rennen. Hallo. Ich will ja nicht, dass die dir folgen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Muss ich die tatsächlich noch umnieten? Meine Güte. Naja, scheint möglich zu sein, auch wenn wir gerade ein bisschen vergiftet sind oder vor zielgenauet. Aber was soll's. Oh, ein Rubenbogen. Gar nicht gesehen. Inventar voll, verdammt. Immer ich. So, Sprint brauchen wir nicht. Jetzt noch nicht, zumindest. Okay, Koffer wieder raus. Rubenbogen rein. Benötigt das Level 20. Hat solche Plätze. 49 plus 4. Wir haben... Ja. Die Wahl fällt uns nicht schwer. Okay. Naja. Zumindest bringt es mehr beim Verkaufen als dieser, naja, Ring da. Okay, draußen sind wir. Rot sind wir immer noch. Dann gehen wir halt jetzt per Rolle nach Elde. So. Na komm, laden. Wunderbar. So. Schalker Olli, den kenne ich auch noch. Dass der noch spielt? Naja, warum nicht? So, gut, was wollten wir eigentlich? Achso, erstmal zum Priester, wie immer. Zum Schmieder, in dem Fall eben. Und ein bisschen was verkaufen. Weil wir haben wirklich ein zugemülltes Inventar, das gibt's nicht. Jetzt. Weg. Weg. Das Ding brauchen wir auch nicht. Pflanzpuder behalten wir mal. Was ist das? Metallring Level 30 behalten wir auch mal. Dann müssen wir den behalten. Guest 3, Con 6. Guest 7, Guest 8 meine ich. Nee, machen wir nicht. Weg. Okay. Das weg. Das weg. Den Schleim, da können wir mal ins Lager legen. Schleppen wir unnötig mit uns rum. So. Und dann geben wir mal die Quest ab und gehen da wieder hin. Hoppala. Ja, wie gesagt, die üblichen Lecks hier in Elde. Ist ja mittlerweile keine Neuigkeit mehr. Aber dadurch, dass wir ständig so viele Leute rumrennen, habe ich jetzt gerade was abgegeben. So, umso besser. Das hier hin. Das hier hin. Das auch. Na, komm. Hier rein. Jetzt. Genau. So, brav. Das geht manchmal ein bisschen schwieriger. Je mehr Leute da auf dem Server sind, desto länger dauert das. Offensichtlich dauert es jetzt besonders lang. Vielleicht ist auch meine Internetverbindung nicht gerade die beste momentan. Wer weiß das schon. Und ja, da dauert es manchmal noch umso mehr. Aha. Ujutian. Ring. Insekt. Guest 6 aus 4. Der klingt auf jeden Fall besser als das Ding, was wir gerade verkauft haben. Stärke 6 aus 4. Stärke 6, Guest 2 aus 2. Ne, wir gehen nämlich Guest 6 aus 4. Wie gesagt, wir skillen auf Stärke, aber auf unsere Rüstung wollen wir aus und gestern. So, I. Habe ich auch das Richtige abgegeben? Dann Stärke. Oh, da hat sogar noch ein bisschen mehr aus dazu bekommen. Ja, durch diesen hier. Eiskalt ersetzen. Minus Pärchenring. So, die Quest haben wir, denke ich, angenommen, die zweite, hoffe ich mal. Oder? Quests verfügbar.
Laufend, Anfang der Unruhen. Ah, geheimer Unterschlupf 1. Bei Ruminus müssen wir das abgeben. Na gut, gehen wir halt nach Rum. Nehmen aber hier erstmal ein bisschen Gelump an. Wird was loswerden. So. Wiederholbar. Ach, das sind die. Die mag ich doch nicht. Blöde Vivis. Ja, wiederholbare Quests werden uns in Zukunft öfter begegnen. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die Dinger verfluchen, weil wir eigentlich nichts anderes machen können oder dürften, um, naja, um nicht auf irgendwelchen Leveln festzuhängen ohne Quests. Wobei ich nicht weiß, ob das möglicherweise jetzt mittlerweile behoben ist, dass dass immer zumindest genug Quests auch auf kleineren Leveln zur Verfügung stehen. Am ganz schlimm wurde es ja am Ende. Da hat man mit oder ohne wiederholbare Quest gar keine Level mehr machen können, wirklich richtig. Naja. Bis wir da sind, das dauert noch ewig. Nichtsdestotrotz machen wir mal los. Oh, wir sind endlich wieder weg. Also endlich wieder normal. Wir müssen jetzt in die brennenden Hügel und von den brennenden Hügeln wieder in den, naja, in das Verlies halt. Wie hieß es denn? Verstecktes Malonglas oder so, wie auch immer. Ich kann mir sowas nicht merken. Ja, mein Namensgedächtnis ist besonders schlimm. Aber müssen wir durch. Also, sandige Hügel. Übrigens nicht nur mein Namensgedächtnis, sondern auch meine Navigationsfähigkeiten sind begrenzt. Es geht momentan, aber ich würde mich nicht mal drauf verlassen. Wir werden uns einige Mal verlaufen. Haben wir das schon mal? Ja, da spielt das Gedächtnis wieder mit. Unser Guest-Buff sozusagen, unsere Icon-Buff ist ausgelaufen. Den werden wir nachher gleich erneuern. Erinnert mich bitte dran, sonst vergesse ich das wieder. So. Und weiter zur... Ich habe doch immer noch nicht abgegeben, oder? Nein, ne? Och Leute, ihr solltet mir doch sagen, wenn ich... Also auf nach Rumen. So ein Mist. So, auf nach Rumen. Ja, bin mal wieder voll verpeilt. Die Punkte wollte ich ja lassen. Ich wollte eigentlich in die Questliste. Und, geheimer Unterschlupf 1. Jetzt steht immer noch da. Halt, wir wollten hier hoch. Die ist ja schon wieder verlaufen. Aber diesmal habe ich eine gute Ausrede. Ich habe einfach nicht nebenbei was Verkehrtes gemacht. So. Ich reite jetzt übrigens zurück, weil damit strafe ich mich sozusagen selbst. Und muss halt quasi durchs Tor wieder nach oben, so wie ich es eigentlich wollte. Um endlich diese Quest abgeben zu können. Nicht nur, dass wir da umsonst hinreiten. Hopp. Oh, guck mal, ein Goldspammer. Sollte euch auf welchem Server auch immer so einer begegnen, geht auf jeden Fall nicht drauf ein. Macht einfach das hier. Klick. Wo steht's? Spieler ignorieren. Und wenn ihr wollt, auch noch hier Goldspammer melden. Mehr ist nicht notwendig. Das, was die da anbieten, das ist sowieso Blödsinn. Am Ende wird euch euer Account gehackt und ihr habt gar nichts mehr außer, naja, außer Ärger. Und lasst es lieber sein. Verdient euch euer Gold auf ehrliche Weise. Geht eh viel besser. Halt, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier lang. Ich habe die Quest ja jetzt abgegeben, oder? Durch Quatschen wieder voll verpeilt. Hier oben habe ich noch was abzugeben. Das mache ich noch schnell. So, hinauf hier. Was haben wir denn hier? Ach, erhöht die... Ach, stimmt. Wir hatten ja die Quest abgegeben. Okay. Symbolteile. Okay. Kenton. Questliste. Ach, reicht ja dieses kleine Häuschen? Nein. Ja, doch. Wo war noch Quest? Ja, eigentlich nur noch diese Turmquests. Die wollten wir auch noch machen, aber auch da muss ich erstmal gucken. Da muss ich meine Schwester fragen, ob sie sich vielleicht mal mit einloggt und wenigstens ja, quasi als
als Gruppenpartner dasteht. Im Turm selber werden wir wahrscheinlich dann trotzdem alleine hauen. Es sei denn, es gibt jemanden, der auf Tefa hier rumrennt und sich gerade freiwillig meldet. Voraussetzung ist natürlich Teamspeak, damit ich auch mit dem quatschen kann. Weil wenn ich die Folgen die ganze Zeit spreche und nichts rauskommt, bringt das ja auch nichts. So, hier hätten wir zwei Quests, die machen wir aber nicht. Wir wollten ja wieder ins Verlies, weil wir das endlich mal fertig machen wollten. Oder zumindest ein Teil. Eine halbe Stunde Schilder verbraten. Manu. Also eine halbe Stunde von den Rollen. Unsere Folge geht erst 15 Minuten. Was das natürlich heißt, ist natürlich auch klar. Gleich Folgenende. Aber das machen wir erst, wenn wir im Verlies sind. Wir beenden quasi da, wo wir angefangen haben, am Anfang des Verlieses. Ist doch eh viel schöner. Naja, und in der nächsten Folge machen wir dann eben die nächste Quest. Das müssten die Magiebücher sein. Und ja, was war das? Was auch immer. Da hat jemand paar Mobs umgelegt. Ich kann einfach auch nachgucken, genau. Wo stehen sie denn? Nee. Geheimer Unterschlupf 2, da. Magiebuch und Malornbogenschützen, genau. Okay, krieg mal hin. Obwohl ich keine Bogenschützen mag und Magiebücher gleich gar nicht. Alles, was mich haut, ist böse. So. Rein ins Tor. Okay. Der Recovery Apple Fake, meine ich, der steht immer noch hier rum. Naja, was soll's. So. Das war's dann für diese Folge. Es freut mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.